Schalte. Jo, meine Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BML. Mit unserem neuen Format Family on Tour Vlog 1. Heute geht es in die wunderschöne Hauptstadt Berlin. Wir fahren ca. 450 Kilometer. Wie ihr seht, haben wir wunderschönes Wetter für Ende Juli. Das ist jetzt unser Experiment, das erste Mal mit unserem Sohnemann. Knapp 4 Monate alt, wir wurden gesegnet. Mal gucken, wie sich so ein Urlaub anfühlt. Wir fangen an mit einem kurzen Urlaub erstmal nach Berlin. Und wir werden mit weiteren Vlogs euch immer jetzt schön unterhalten. Ich würde mal sagen, nicht so lange reden. Bismillah, wir fahren los und wir sehen uns in Berlin. Ohne Scheiß, bester Eissee. Aber leider wird dieser nicht mehr produziert. Wir sind jetzt fast da, ca. 80 Kilometer noch. Ey, wir waren gerade in so einer Gaststätte, Raststätte. Leute, Absturz. Oder war doch wirklich Absturz, ne? Ja. Eigentlich, ja. Ey Leute, für das Geld, was wir da ausgegeben haben, hätten wir locker zwei, drei Mal bei McDonald's essen können oder so. Aber egal, wir haben es probiert, wollte nicht meckern. Die Damen waren trotzdem sehr, sehr nett. Aber das Essen, typische Imbissbude, wo es einfach nur so richtig nach Fritteusenfett riecht. Aber gut, belassen wir es dabei. Inshallah, 70 Kilometer sind wir in Berlin am Zielort. Wir in Lichtenberg, wir sind gleich da. 450 Kilometer. Das Gute ist, hier regnet das schon mal nicht. Sehr, sehr gut. Die ganze Fahrt hat so geregnet. Der Kleine hat auch nicht mehr so viel Lust. Kann ich verstehen, wenn ich irgendwie jetzt 400 Kilometer in so einer Maxi-Kurse drin sitzen müsste. Hätte ich auch absolut gar keine Lust mehr drauf. Ja, wie gesagt, wir haben in 600 Meter haben wir unser Ziel erreicht. Wir können ja mal rüber gucken, wie das da aussieht. Ja, Lichtenberg, ich bin gespannt, wie das Hotel sein wird. Wo das Hotel liegt, kann ich hier so noch nicht erkennen. Aber wir sind sehr gespannt, wie es da sein wird. Vier. Willkommen, kommt rein. Yes. Wunderschön, hier kannst du hier parken, den Kleinen. Ja, meine Freunde, bessere Aussicht gibt es auf jeden Fall nicht. Wir haben gerade das Zimmer nochmal getauscht. Das erste Zimmer, da waren drei Betten, da war nur eine Dusche. Ich glaube, das war ein kleiner Fehler von denen. Jetzt haben wir so ein richtiges Zimmer bekommen. Hast du das Badezimmer gezeigt? Ja. Jetzt haben wir das Badezimmer. Simpel, kleines Zimmer, reicht für uns. Wir wollen ja viel unterwegs sein hier. Und daher haben wir uns entschieden für ein klassisches Doppelzimmer. Und das reicht uns auf jeden Fall. Und jetzt sehen wir uns auf jeden Fall später, wenn wir unterwegs sind. Peace. So Leute, wir sind hier gerade bei Sidhu, hier in Berlin. Und wir können uns so richtig indisch-pakistanisches Essen. Boah Leute, sieht auf jeden Fall extrem gut aus. Ich würde mal sagen, Bismillah und wir hauen jetzt rein. Peace. So big move. How your experience?
Ich esse gerade wie so ein Penner, Alter. So Leute, wir sind hier gerade im Kaufland, Alexanderplatz und ohne Witz. Kommt niemals in solchen Abteilungen mit eurer Frau. Ehrlich, hier gibt es nicht mal eine Sitzbank und ich kann nicht mehr. Wir haben gerade mal angefangen heute. Das kann was werden, Leute. Ohne Witz, glaubt mir. Tut euch das nicht an. Danke dir. Vielen Dank. So, wir chillen gerade bei Starbucks. Ich habe früher immer gesagt, Starbucks 100%iger Müll. Aber ich muss wirklich revidieren. Ich muss sagen, Starbucks Qualität ist schon krass. Es schmeckt auf jeden Fall mega gut. Wir waren jetzt gerade auch noch Mall of Berlin. Mit Kind ist das so eine Sache. Es geht auf jeden Fall, aber es ist nicht einfach. Die Leute, die keine Kinder haben, die achten nicht drauf, die geben dir keinen Platz. Und das mit Kinderwagen schon ein bisschen, man muss sich durchboxen. Aber selbst das haben wir hinbekommen. Und dann sind die Wände auch voll, dann findet mal Wickelraum, dies, das. Das hat schon ein bisschen Kraft gekostet, aber nichtsdestotrotz sind wir gut durchgekommen. Wir gönnen jetzt unseren Kaffee hier zu Ende. Und dann werden wir mal schauen, was heute noch so abgeht. Wir werden euch natürlich immer mitnehmen und euch auf dem Laufenden halten. Peace. Herzlich willkommen in Kreuzberg. Nachdem wir gefühlt quer durch Berlin gefahren sind, haben wir uns als letztes überlegt, dass wir nochmal einen Abstecher nach Kreuzberg machen. Hier wollten wir uns nochmal ein paar gewisse Shops anschauen, die Gegend nochmal und ganz entspannten Kaffee trinken. Denn so langsam sieht man uns die Müdigkeit an und es wäre Zeit, sich so langsam auf den Weg nach Hause zu machen. Jo, meine Freunde, was geht? Wir haben es fast geschafft. Wir sind jetzt gerade auf der Rückfahrt von Berlin zu uns nach Hause. War auf jeden Fall richtig cool. Wir sind mega kaputt. Sieht man wahrscheinlich an meinen Augenringen. Der Kleine hat auch gar keinen Bock mehr. Aber wir ziehen auf jeden Fall jetzt durch und sind circa in einer Dreiviertelstunde, denke ich mal, zu Hause. Und sind auch wirklich froh darüber. Es ist wirklich nicht ohne mit dem Baby. Aber trotzdem sehr, sehr Spaß gemacht. Wir haben die Zeit genossen, wir haben gut gegessen, wir haben ein bisschen geshoppt. Von daher würde ich sagen, ist der Plan aufgegangen. Und ja, dann würde ich mal sagen, bleibt gespannt auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Family on Tour. Wo es dann hingeht, verraten wir euch dann. Dann erstmal, Peace!